Haben wir noch ein Problem für Annika, das ist Satteldruck. Also wenn der Sattel nicht passt, die Sattelkammer ist zu weit und der Sattelbaum liegt oben auf den Dornfortsätzen auf oder scheuert, dann wäre es auch das erste Mittel Arnika. Aber bei den ganzen Sattelproblemen müssen Sie bitte enorm aufpassen. Der Sattel muss zum Pferd passen. Wenn Sie ein Pferd haben mit unklarer Lahmheit, müssen Sie bitte immer den Sattel kontrollieren oder auch den Reiter. Denn wenn Sie einen unpassenden Sattel haben und einen plumpsenden Reiter, dann sind die Rückenschmerzen programmiert und die Rückenschmerzen, die äußern sich dann in unklarem Gang. Der Sattel sollte passen. Das heißt, das Kopfeisen, also die Sattelweite oben auf dem Widerrist, die muss dem Rücken und dem Widerrist angepasst sein. Es geht nicht an, dass der Sattel zu eng sitzt und wenn er richtig angegurtet ist, dann sollte der vor deiner Schulter keine Falten schlagen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für Lahmheiten. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen viel zu engen Rucksack auf dem Rücken und sollen dann auch noch rennen. Das geht nicht. Das macht Schmerzen. So, und dann haben wir bei Arnika noch die Spätfolge von Unfällen. Also nie wieder gesund seit einem Sturz. Und da können wir in Schwierigkeiten kommen, weil wir möglicherweise an Ort und Stelle keine Folgen von Verletzungen erkennen können. Und die Tiere sagen uns das nicht, wie und wo und wann es wehtut. Und wenn so ein Pferd, ja gut, wir haben natürlich die diagnostischen Injektionen beim Pferd. Damit können wir wohl feststellen, wann und wodurch das Pferd jetzt lahm geht. Im tiefen Boden, das können wir untersuchen, das können wir sehen, wir können Beugeproben machen, wir können sagen, das Pferd hat eine Lahmheit, die sitzt unten im Hufbereich, die sitzt weiter oben im Kronenbereich oder sie sitzt oberhalb vom Fesselbereich, das lässt sich feststellen. Sie können auch mit einigem Aufwand natürlich auch einen Kernspin machen oder Computertomographie, was immer, das geht natürlich, aber ob Sie da auf die Ursache der Lahmheit kommen, ist sehr fraglich. Und vielfach werden bei den Untersuchungen irgendwelche Knochenzysten festgestellt, die überhaupt nichts möglicherweise mit der Lahmheit zu tun haben, als Nebenbefunde. Also denken Sie bitte an Arnika, so banal wie das klingt. Die Arnika, Folge von allen Überanstrengungen, Folgen von allen Überlastungen, wenn Sie noch keine definierte Lahmheit finden oder wenn das alles nicht so ganz klar ist. Arnika ist eines der ganz wichtigen Mittel. Und Arnika beugt eben vor, dass sich da an der Stelle nachher später irgendwelche bleibenden Schäden entwickeln. So, hier habe ich nochmal die Arnika-Geschichten zusammengeschrieben. Das kann man, wer will, kann sich das in der Pause hier noch abschreiben. So, ein Beispiel für Arnika, für die Wirkung von Arnika. Das war ein dreijähriges Pferd, ein sehr schöner, heller Fuchs, ein Trakehner. Der wurde gerade angeritten, der hatte seine allerersten Reitlektionen hinter sich. Und diese jungen Pferde, die dürfen ja dann freispringen. Und das machen sie mit großer Begeisterung. Da wird die Reithalle entsprechend hergerichtet, da stehen die Hindernisse drin und sind abgesperrt, dass das Pferd da mit Schwung über sein Hindernis springen kann. So, jetzt hatte die Besitzerin keine Zeit und das hat das Pferd einen Tag lang frei in der Halle laufen lassen. Die große Reithallentür steht offen, die Bande ist zu, die Bande ist so etwa 1,60 hoch. Und hinter der Bande geht es rauf in den Hof, der Hof ist gepflastert. Und dieses Pferd sieht die offene Reithalle, sieht die große Tür, die ist so etwa 5-6 Meter breit und entsprechend hoch, dass ein Traktor durchfahren kann. Und er nimmt Anlauf und springt oben drüber. Und 1,60 ist doch immerhin eine ganz hübsche Höhe. Und diese Reithallenbande, die besteht ja aus massiven Holzbohlen, die sind so 3-4 Zentimeter breit, dass die also schon mal einen kräftigen Schlag mit einem Huf aushalten können und nicht gleich in die Brüche gehen. Und dann ist diese Tür, die geht dann nach innen auf, gestützt durch einen Stahlrahmen. So, und dieses Ross bleibt beim seinem Sprung mit dem Knie an der oberen Kante hängen und reißt aus diesen Holzbohlen ein Dreieck raus. Also etwa so 20 mal 20 Zentimeter, ein richtiges Dreieck und verbiegt den gesamten Stahlrahmen. Es muss Schlag gewesen sein mit dem Knie. Ich hatte glücklicherweise gleich die Arnika griffbereit. Der hat eine Arnika 10.000 unmittelbar hinterher gekriegt.
ist Gott sei Dank hinter dem Sprung, also auf dem Hof, auf allen Vieren gelandet, war Gott sei Dank nicht beschlagen, sonst hätte es ihn hingeschlagen. Sofort eine Arnika gekriegt und der Kerl ist nicht lahm gegangen. Können Sie sich das vorstellen? Der hatte nur einen kleinen Kratzer an dem Knie. Und das bei einem solchen Schlag. Aber umso teurer war nachher die Reparatur der Tür.